Hallo, liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Das Thema ist Lehrbienenhaus für internationale Begegnungen in Bruck. Ich bin der Klaus Becker, Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker e.V. Ja, dieses Lehrbienenhaus ist und bleibt Eigentum des Imkervereins Herzogenaurach und Umgebung e.V. Und es wird zusätzlich unterstützt vom Kreisverband der Imker des Landkreises Erlangen und Höchstadt. Den Vortrag habe ich wie folgt unterteilt. Teil 1, die Ursprünge des Lehrbienenhauses. Teil 2, Planung des Lehrbienenhauses für internationale Begegnungen in Bruck. Und Teil 3, Nutzen des Lehrbienenhauses. Ein leider etwas verwackeltes Bild der von Adolf Springer gebauten Imkerbude auf dem Altstadtfest von Herzogenaurach aus dem Jahr 1985. Mit dieser Bude fingen wir an und sie stand auf dem Marktplatz in Herzogenaurach und wurde zum Altstadtfest genutzt, um Reklame für die Imkerei zu machen. Die Bude ist dann umgezogen. Die offene Seite vorne wurde von unten nach oben verdreht und Adidas spendete uns ein neues Dach dafür, so dass wir keine Schwierigkeiten mehr mit dem Regen hatten. Mitten im starken Bienenflug von 7 Bienenvölkern setzte Gerhard Häfner und Klaus Becker 2 schwere Fenster ein, dass es sich dabei um brave Bienen handelt, deshalb ist ein Schleier nicht notwendig. Ein Umzug nach Bruck wird vorbereitet mit einer Lageskizze und einer Schnittzeichnung vom Bauplan wird die Beantragung unterstützt, denn ohne Plan ist sowas nicht möglich. Kulturpunkt Bruck, das Lehrbienenhaus für internationale Begegnungen, besteht aus 6 Seitenwänden, je 2 Meter breit, dem Dach und einem Klapptisch an der Wand. Der Fußboden ist aus blanker Erde und nur bestreut mit Häckseln, so dass man nicht jeden Dreck dort sieht. Etwas Farbe links und rechts, ein Gitter und aus den 7 der 8 Beuten bestäubten die Bienen im Mai 2014 die Blüten der Frühtracht, wobei sie für gute Honigernten sorgten. Flugkontrolle, wohin und wie schnell fliegen die Bienen aus ihren Beuten, ob sie schon die Sommertracht eintragen, wie geht es weiter, es ist eine wahre Freude zuzuschauen. Die Bienenbeuten in 7 Beuten sind im Sommer mit je 60.000 Bienen einer Königin und 600 bis 800 Drohnen zu finden. Also man kommt da auf 424.900 Bienen, grob gerechnet. Man darf das natürlich nicht zu sehr übertreiben und in die Einzelheiten gehen. In diesem Lehrbienenstand ist Platz für Gespräche und so langsam ist es nach Bruck umgezogen und findet dort seine Nutzer. Unter dem Deckel liegt auf dem Rähmchen eine Folie und die verhindert, dass die Bienen direkt abfliegen können.
Wer wollte anfangen, die Bienen dort zu zählen und zu sagen, aha, so und so viele Bienen sind es. Man muss es anhand der Waben schätzen und anhand der Wabengassen, die belegt sind. Draußen am Flugloch ist ein ständiges Kommen und Gehen zu beobachten. Es honigt mal wieder. Wir haben auch einen Faltplatz für über das Lehrbienenhaus in Bruck, in dem alles genau beschrieben wird und in dem man nachlesen kann, was da so alles passierte. Außerdem haben wir an den Wänden unsere Übersetzungstafeln angebracht, so dass man auch sehen kann, wie in Englisch, Russisch oder Spanisch das Wort Biene heißt und sich leicht tut, diese Sachen zu sehen. Sogar Arabisch wurde ergänzt, also es wächst weiter und neue Ideen kommen dazu. Während das Bienenhaus auf der einen Seite des Kulturpunktes Bruck aufgebaut ist, stehen mitten im Garten die Außenküche. Und auf der Außenküche wurde am 6.3.2018 die Spinne des Künstlers Sebastian Hertrich feierlich eingeweiht, wobei wir auch teilgenommen haben. Die Spinne ist wirklich schön und groß und ein Hingucke. Das sind die Gäste, die am Kulturpunkt Bruck am 6.3.18 die Einweihung miterlebt haben. Und weiter ging es am 6.3. wieder in vielen Gesprächen, wo ist denn was los und wie sieht es denn aus? Halt am 10.3., das hätten wir eigentlich am Anfang bringen sollten, ist die Bude von Adidas nach Bruck geliefert worden. Hier steht sie noch auf dem Gelände der Firma Adidas und wurde dann eingepackt in den Anhänger, so wie sie früher oft transportiert wurde und nachher langsam zerlegt wieder im Kulturpunkt Bruck aufgestellt. Ach, da fehlte aber noch viel, viel Farbe und nachdem sie mit roter Farbe gestrichen wurde, kam im vergangenen Jahr auch noch ein neues Wellblechdach oben drüber, das alles ganz dicht ist und nicht nur aus Holz besteht. Zusammenfassung, die Imkerbude wurde 1985 unter der Leitung von Adolf Springer gebaut. Seit Frühjahr 2014 wurde sie umfunktioniert als Lehrbienenstand des Imkervereins Herzogenaurach, wobei Firma Adidas ein neues Dach aus Holz stiftete. Im Frühjahr 2018 erfolgte der Umzug als Lehrbienenhaus für internationale Begegnungen nach Bruck in die Fröbelstraße 6. Besuche zum Beispiel für Imkern auf Probe sind erwünscht und fast jederzeit nach Anmeldung möglich. Der Bienenstand soll uns helfen, die Zukunft der Bienen und damit der Blütenbestäubung zu sichern. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Klaus Becker. Hab Dank für die Unterstützung und den Platz, den wir in Bruck zur Verfügung gestellt haben. Alles Gute wünscht euch der Klaus Becker. Dankeschön.